ein paar Blütenessenzen näher bringen, um ja eine gewisse Balance oder ein Gegengewicht zum wunderbaren, verrückten Weltzustand. Ich habe nicht wirklich die Ahnung, ich bin kein Experte für den Covid-Virus. Ich merke nur für mich selbst, am Anfang gab es eher so den Moment von, oh, okay, ist halt ein Grippevirus, ist in China, okay, ist jetzt auch bei uns. Ich konnte auch noch nicht so ganz nachvollziehen, warum Menschen so reagieren und interagieren, wie sie es gerade tun. Dennoch merke ich für mich, wow, okay, wenn ich nicht wirklich gut aufpasse und auch gesettelt bin, genügend Schlaf habe, gut esse, genug getrunken habe, dass mich das auch ganz schnell mitnimmt. Vor allem diese Flut an Informationen, wo man nicht genau weiß, wo die jetzt herkommen, was kann man oder wem kann man wirklich vertrauen, dass das, was diese Informationen angeht, wahrhaftig ist oder was stimmt jetzt. Es gibt auch so Sachen, wo dann Länder einfach die Grenzen dicht machen oder man irgendwelche Menschen trifft, die woanders hinfahren, um dann aus einem anderen Land zurück in ihr Heimatland zu fliegen, was eigentlich direkt nebendran ist, neben Deutschland, und damit dann doch noch nach Hause kommen. Also irgendwie sind das alles so Informationen, die so vage sind. Und das ist, glaube ich, eins unserer Hauptprobleme oder die Hauptherausforderung, aus dieser ganzen Verwirrung heraus eine Klarheit zu finden. Denn so dieses Resultat aus dieser Verwirrung heraus ist dann die Angst. Und Angst, ganz banal gesagt, ist dein Gehirn oder mein Gehirn versteht irgendwas nicht und fängt dann an, irgendwelche Sachen zu kreieren, die dann Reaktionen hervorrufen. Und für mich die beste Angst oder der beste Umgang mit einer Angst ist, dass ich mir anschaue, A, wie kriege ich Klarheit? Das heißt halt in diesem Fall, schaue ich mir genau an, welche Risikogruppen gibt es, gehöre ich dazu und welche normalen, machbaren Maßnahmen kann ich für mich umsetzen. Gleichzeitig finde ich es sehr erschreckend, wie manche Menschen auch diese Informationen für sich und ihre Themen missbrauchen, die dann draufhauen und irgendwelche Verschwörungstheorien nochmal hervorbringen oder auch die Erderwärmung ist daran schuld oder die Massentierhaltung. Das alles mag sein, dazu habe ich wirklich keine Ahnung und da will ich auch kein wirkliches Statement dazu machen. Aber all das führt nochmal mehr dazu, dass noch mehr Verwirrung und noch mehr Angst entsteht. Ich möchte euch heute Abend zwei Blütenessenzen vorstellen, die als Kombination vor allem indirekte Anwendung auf Akupunkturpunkten uns eine super gute Unterstützung sein können, weil das Hauptthema dieser beiden Essenzen in ihrer Kombination ist Balance. Was genau sind Blütenessenzen? Blütenessenzen sind keine ätherischen Öle, sondern Edward Bach war so einer der bekanntesten Bach-Blüten- oder Blütenessenzen-Hersteller. Es ist eine Schale Wasser, die Blüten und dann entweder die Sonnenmethode, das heißt, es gibt das Sonnenlicht, das dann die Infusion herstellt, beziehungsweise eine Kochmethode. Ätherische Öle sind destillierte, also leicht erwärmte und dann Pflanzensaft reduziert. Und das ist alles sehr, sehr simpel gesprochen, damit das einfach auch leichter verständlich ist. Ich werde dazu in anderen Live-Sachen noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe nächste Woche vor, ein bisschen was über Langi Lang zu erzählen. Heute bleiben wir noch mal bei den Blütenessenzen.
Warum mir Blütenessenzen so wichtig sind oder gerade jetzt super gut anwendbar sind, sind, sie haben keine Nebenwirkungen. Ätherische Öle können immer noch Hautreaktionen hervorrufen, beziehungsweise in unserem limbischen System, wenn sie dort über das Einatmen direkt wirken, kommt so der Moment von mag ich nicht. Und Blütenessenzen sind komplett neutral. Blütenessenzen wirken vorwiegend im emotionalen und im mentalen Bereich. Das heißt, das ist immer wieder das, was wir gerne als den energetischen Bereich bezeichnen. Die beiden Blütenessenzen, die ich euch vorstellen möchte, sind einmal die rote Rose Mansted Wood und die weiße Lilie. Die weiße Lilie ist von der Thematik her, hat sie das feminine Prinzip in sich. Das heißt, sie eröffnet den Raum in uns und lässt uns eher kreativ empfangen. Mansted Rose ist eher dem maskulinen Prinzip zugeordnet und damit eher der Struktur, der Wegrichtung, aber auch des Voranschreitens, das in Aktion kommen. Also wir haben hier wieder Yin und Yang Prinzip. Die weiße Lilie ist das Yin Prinzip und die rote Rose ist das Yang Prinzip. Es gibt zwei sehr simple Akupunkturpunkte, die einmal das Yang Prinzip, den Dumai aktivieren und den Renmai, nicht Renbei, sondern Renmai, das feminine Prinzip. Der Dumai verläuft genau an der Wirbelsäule entlang, über den Oberkopf bis vorne unter die Nase und der Renmai fängt alles unterhalb hier an bis zum Dammpunkt. Und somit ist die ganze Rückseite ist dem Yang-Prinzip zugeordnet und die ganze Vorderseite ist dem Yin-Prinzip zugeordnet. Die einfachste Methode, um Blütenessenzen auf Akupunkturpunkte zu geben, die dann die jeweiligen Meridiane stimulieren, sind einmal direkt hier genau unterhalb der Nase. Das ist für das männliche Prinzip und genau hier unten drunter, auch in dieser Vertiefung der Kinnfalte, das ist das feminine Prinzip. Meine Empfehlung ist, erstmal immer mit einer verdünnten Form anzufangen. Dafür habe ich so kleine Schälchen, das kann man die so ein bisschen sehen, mit Wasser gefüllt und gebe da dann einen Tropfen rein. Und das sieht dann so aus, dass ich aus dieser Flasche einen Tropfen nehme, gebe diesen dann in die Schale Wasser hinein. Das reicht vollkommen. Und dann könnt ihr einen Wattebausch nehmen. Ich nehme manchmal einfach, weil ich faul bin, den Finger und gebe den dann auf den dementsprechenden Akupressurpunkt. Die rote Rose kommt auf den Punkt unterhalb der Nase. Die weiße Lilie kommt auf den unteren Kinnpunkt. Was diese beiden Blütenessenzen bewirken, ist, dass sich der Renmai und der Dumai, also das maskuline und das feminine Prinzip, in uns öffnet und harmonisiert. Wir haben wie immer bei diesem Yin und Yang, da haben wir ja dieser kreisrunde Zeichen, wo der eine Teil weiß ist und der andere Teil schwarz und jeweils mit einem schwarzen und einem weißen Auge, haben wir immer wieder ein dynamisches Prinzip. Diese beiden bedingen sich. Und wenn ich sozusagen dieses maskuline und feminine Prinzip in mir immer wieder harmonisiere, hat das einfach sehr viele Vorteile. Ein Vorteil ist, dass es den Kopf klärt. Dieser Nebel aus deinem Hirn wird weniger. Die Gedanken werden wieder klarer. Das feminine Prinzip vor allem resultiert auf unserer emotionalen Ebene und gibt uns da sehr harmonische, ausgleichende Wirkung und hilft uns somit, mehr wieder genau zu differenzieren, ist es jetzt gut zu rennen oder stehen zu bleiben und nachzudenken. Also indem ich dann meine Angst nochmal besser annehme bzw. ihr begegne. Was ich super gerne mache, ist, ich mache mir so Roll-ons und die kennen wir alle meistens von den ätherischen Ölen.
Und in dem Fall ist es Wasser und ein kleines bisschen Alkohol zur Konservierung. Und dann gebe ich auf 10 Milliliter, gebe ich ungefähr 2 Tropfen Blütenessenz. Und wenn ich sie anwende, schüttle ich sie einfach. Und das ist jetzt die Lilie. Und dann nehme ich sie mir einfach hier an den Punkt, der für die Lilie ist, und gebe dann hier einfach eine leichte Massage drauf. Dann nehme ich meine Rose und gebe den an den oberen Punkt und verteile das ein bisschen. Diese beiden Teile passen super gut in die Hosentasche, sind gleich verdünnt, sind nicht super stark, aber sehr effektiv. Ich habe super gute Rückmeldungen von Leuten, die diese Blütenessenzen-Kombination schon ausprobiert haben und total glücklich sind damit und sagen so, das ist die beste Hilfe, die sie bisher haben oder benutzt haben. Und wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt die einfach kurz in den Kommentar und ich antworte euch darauf. Letzte Woche habe ich noch über die Organatmung gesprochen. Auch da gerade nochmal tolle Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank an die Leute und an die Menschlein, die mir zurückgeschrieben haben und sich bedankt haben für diesen Input. Für diejenigen von euch, die das noch nicht mitbekommen haben, guckt ihr das Video von letzter Woche an, beziehungsweise schaut in meinem Blog nach. Da ist dann daoistische Meditation, heißt das, glaube ich. Einfach unter dem TCM-Button nachgucken, da findet ihr das dann gleich. Ist auch grün und fällt sofort auf. Wunderbar. Falls ihr noch Fragen habt, gerade in Bezug auf Blütenessenzen, wie sicher und welche Anwendung und was man vielleicht noch nehmen könnte. I keep you updated. Schaut nochmal bei mir in die Postings rein. Ich werde immer mal wieder noch ein paar Blütenessenzen posten, die euch helfen können. Genau, und für diejenigen von euch, die Bachblüten haben, ihr könnt die wilde Rose, Wild Rose, für die Rose oben nehmen und ihr könnt Star of Bethlehem für den unteren Punkt, für den Lilienpunkt nehmen. So, das war's für heute. Ich werde nächste Woche am Dienstag wieder zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr für euch da sein. Da werde ich dann allerdings über ein ätherisches Öl sprechen, vor allem deren Anwendungen, was wir damit machen können und wie es unser System ebenfalls beruhigen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dahin, ciao und tschüss, das war der Wolfgang Riedel und ihr findet noch mehr Informationen über mich unter www.wolfgang-riedel.de. So, das war's. Tschüss.